Und dann Moinsen zur ersten Gegnervorstellung und zum ersten Video mit Gast quasi diese Saison. Ihr kennt ihn noch aus letzter Saison, der gute Benny ist am Start, eben Experte hier, mein Kollegenexperte zum Thema Eintracht Frankfurt, wo wir ja spielen am Sonntag um 15:30 Uhr. Wir wollen sprechen hier hauptsächlich über Frankfurt. Das Extra-Video oder die Extra-Vorbericht, wie ihr ihn kennt, kommt ja noch zum VfB dann. Sprechen ein bisschen über Saisonstart, über Transfers und so weiter. Und dann kannst du mal. Ja, die erste quasi Kurzeinschätzung geben, wie denn bisher die Saison für dich war, die ersten drei Spiele, die wir jetzt hatten. Jo, gute erstmal. die Saison ist nicht so sonderlich gut gestartet. Also, wir haben 2 Punkte. Wir haben ein Spiel relativ krachend verloren. Wir haben 2 Spiele gegen Mannschaften, wo man sagen könnte, nicht so unbedingt die Top-Mannschaften der Bundesliga unentschieden gespielt. Also, es ist durchwachsen. Ja, genauer haben wir da ja erstmal das Pokal aus im Waldhof bei Mannheim. Dann das 5:2 beim BVB. Ich meine, gut, das wäre auch so ein klassisches Ding, von wegen, da kannst du mal verlieren. Die Höhe ist debattierbar, ähnlich wie bei uns mit Leipzig. Da kannst du auch verlieren, ob da 4:0 verlieren musst und die Art und Weise. Aber da muss man halt dann schon gucken. 0:0 gegen Augsburg zu Hause und ein 1:1 in Bielefeld. Ich habe es dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Also ich habe die leichte Angst, dass wir jetzt der typische erste Gegner sind, wo er dann den ersten Sieg mitnimmt. Ja, das würde mich freuen. Also, ich würde das Spiel gegen Mannheim, das würde ich ausklammern, weil ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und das war so ein bisschen wie so ein weiteres Testspiel irgendwie gefühlt. Die Mannschaft war noch nicht wirklich drin und Mannheim war halt extrem motiviert. Aber jedes Spiel hat so ein bisschen halt die Schwachstellen offengelegt. Also, das Spiel gegen Dortmund war so, das war halt das erste Pflichtspiel unter Glasner, außer jetzt Pokalspiel in der Bundesliga, wo halt man halt erstmal sehen konnte, okay, er hat erstmal auf das bewährte System gesetzt, was Hütter auch gespielt hat lassen mit der 3-5er-Kette hinten. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also das Hütter-System, was wir hatten, das ist gone. Dann hat er halt in der Halbzeit umgestellt auf 4er-Kette gegen Dortmund und es hat auch ganz gut funktioniert. Und das ist auch das, was wir seitdem spielen. Aber was man da halt gesehen hat, Abwehr ist bei uns wackelig momentan. Dann das Spiel gegen Augsburg, das erste Heimspiel. Es war so, dass das war ein sehr harmloser Gegner. Da hat die Abwehr ganz gut funktioniert. Aber ja, offensiv, wir haben halt nicht geschafft, ein Tor zu schießen, obwohl wir Chancen hatten. Dann hat man halt die nächste Schwäche gesehen, die Abschlussschwäche. Und dann gegen Bielefeld. Es war bisher das beste Spiel. Ja, da hat man dann auch wieder diese Abschlussschwäche gehabt. Wir haben zwar ein Tor geschossen, aber wir hatten halt deutlich mehr Chancen und hätten halt mal das 2-0 machen müssen, dann wäre es auch deutlich besser gewesen. Ja, und dann hat man das halt nicht gemacht. Bielefeld ist zurück ins Spiel gekommen und da hat man auch noch die Schwäche gesehen, dass wir halt kein gutes defensives Mittelfeld hatten. Also wir haben, das kann ich kurz erklären, wir haben im Mittelfeld So, der ist ja, kennen deine Zuschauer vielleicht auch von letzter Saison. Das ist auch ein guter zentraler Mittelfeldspieler, aber es ist kein defensiver Mittelfeldspieler. Und Rustic, der ist eher ein offensiver Mittelfeldspieler. Und das war halt unser zentrales Mittelfeld. Und das hat dann ge gegen Bielefeld halt offensiv ganz gut funktioniert, aber defensiv halt nicht. Und insofern ist das Spiel gegen Stuttgart jetzt sehr spannend, weil es ja das erste Spiel nach dem Transferfenster und die Eintracht hat noch 2 Spieler verpflichtet, die ja unsere Lücken schließen sollten. Genau, können wir eigentlich gleich mal, also bevor wir zu den Transfers kommen, ganz am Anfang anfangen. Wie kam das an in Frankfurt, dieser Trainerwechsel jetzt zu Glasner und auch auf der Sportvorstandsposition? Ich weiß nicht, wie genau es bei euch heißt, aber quasi der Wechsel von Bobic zu Krösche. War das positiv erstmal von den Fans gesehen oder haben da Leute Bobic und ja, ein bisschen hinterher geweint noch nach den letzten europäischen Jahren? Nee, also Bobic ist halt bei uns immer so ambivalent gesehen worden. Also er war halt schon erfolgreich, ne? Aber die Fans haben ihn nie wirklich geliebt. Also es war immer so ein relativ kühles Verhältnis von ihm zu den Fans. Er hat ja auch
vor ein paar Jahren den Möller bei uns als Jugendleiter durchgedrückt, den Andi Möller. Fürs ein Kumpel von ihm, aber der ist bei den Eintracht-Fans sehr unbeliebt. Da hat er auch schon gesagt, ja, die Meinung der Ultras ist mir egal. Und ja, wie gesagt, es ist halt keine Liebesaffäre gewesen und nach dem, was er dann, wie er es halt dann durchgeführt hat, seinen Abgang, war man auch ganz froh, dass er weg war. Und bei Hütter genau dasselbe. Also klar, man hat dann halt dieser verpassten Chance Champions League hinterher geweint, aber Hütter hat man dann nicht mehr hinterher geweint, nachdem der sich auf die Art und Weise verabschiedet hat, wie er es halt gemacht hat. Und ich denke, man hat es halt so hingenommen und hat dann halt gehofft, dass halt Glasner und Krösche eine gute Wahl sind und es halt auch gut machen. Also ich denke, die Eintracht hat da von den Fans auch einen Vertrauensvorschuss erhalten, weil man halt gesagt hat, ja, man hat ja bei Hütter, bei Bobisch gute Wahlen getroffen. Jetzt denkt man halt, dass man das auch wieder bei den Neuen dann auch so machen kann, ne? Ja, und ganz interessant daran ist ja eigentlich, dass es bei allen drei Parteien quasi so nicht der Saisonstart perfekt war. Bei Frankfurt nicht, bei Berlin sowieso nicht, auch da das Debakel in Sachen Transferfenster und auch in Gladbach. So, der Anfang war schön, Unentschieden gegen die Bayern, aber seither läuft es ja auch nicht so in Gladbach. Du hast schon angesprochen, das Transferfenster bei euch. Wenn ich da jetzt mal drüber gucke, man hat schon mitbekommen, was so gekommen ist. Ein Lenz von Union, bei uns beim VfB natürlich auch der Gral, aber der spielt bei euch ja keine höhere Rolle als zweiter oder dritter Keeper bei euch. Wer mir da direkt ins Auge sticht, ist der Jesper Lindström. 7 Millionen von Brøndby, der sagt, der hat mir absolut noch nichts gesagt. Hat er schon gespielt bei euch, ganz doof gesagt, weil ich das auch nicht so krass verfolgt. Weil 7 Millionen ist ja schon mit deutlichem Abstand der teuerste bei euch. Also der Lindström, ja, der hat schon gespielt. Der ist auch offensives Mittelfeld, also eher so Zehner, kann auch vielleicht auf Flügel mal ausweichen, aber so eher Zehner-Position. Also der spielt eher da so, wo letzte Saison bei uns Kamada und Younes vor allen Dingen gespielt haben. Ne? Das ist auch ein guter Spieler. Ich denke, der braucht aber noch auf jeden Fall Zeit. Also der hat viel Entwicklungspotenzial, aber er ist noch nicht jetzt direkt in seinem Prime. Ja. Ja, die große Position natürlich erstmal André Silva. Da ist natürlich erstmal die Ablösesumme fraglich, ob die nicht ein bisschen tiefer, vor allem gegen den direkten Konkurrenten verloren. Und da wurde ja da offensiv quasi viel geholt, um den zu ersetzen. Also ich lese hier den Lammers, der jetzt erst kurz vor Schluss kam, den Borré von River Plate. Gut, der ist 17 Jahre alt, aber das Talent Blanco aus Spanien, und eben auf den Flügeln, weil da ja auch nicht ganz klar ist, wie es mit Kostic weitergeht. Jetzt ist er nicht verkauft worden, aber da wurde ja auch schon mal der Hauge geholt von Mailand, glaube ich, auch ein großes Talent. Seht ihr Silva als ersetzt? Habt ihr es hinbekommen? Ja gut, das abschließende Urteil, das kann man noch nicht wirklich fällen, weil man hat den Lammers ja noch nicht in Aktion gesehen und der ist halt eigentlich so der Schlüsselspieler im Sturm, weil der Boré, der ist sehr, 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 der ist halt relativ klein, er ist halt schnell und wendig und bullig so ein bisschen, aber halt sehr klein und der kann halt jetzt nicht so die Rolle von dem Silva so als Strafraumspieler so gut ausfüllen. Und das ist halt das, was der Lammers machen soll, aber der ist halt jetzt gerade erst gekommen. Was man halt auch nicht vergessen darf, wir haben ja nicht nur Silva zu ersetzen gehabt, sondern auch Jovic. Der war ja Stimmt, letzte Saison auch noch ja, da. stimmt, ja. Und der war ja nur ausgeliehen, der musste dann wieder zurück zu Real Madrid. Also deswegen mussten wir gerade quasi zwei Stürmer ersetzen. Und ja, die anderen Stürmer, die wir halt hatten, Paciencia, Ache, dann Akman, den haben wir ausgeliehen, Jovellic haben wir Stimmt. verkauft. Das war jetzt nicht alles so die Spieler, wo man sagen kann, ja, die schießen uns jetzt mal 10, 20 Tore pro Saison. Ne? Ja, was waren das da eigentlich für ein Hin- und Hergetue jetzt bei Kostic und bei Younes? Was waren das jetzt? Also kann man die wieder irgendwie jetzt aufnehmen, wieder ins Team? Werden die wieder ihre Spiele machen oder sind die jetzt irgendwie komplett verbrannt nach dem komischen Transferfenster? Also ich würde das getrennt betrachten. Also Kostic auf der einen Seite und Younes auf der anderen Seite. Ich glaube, bei Younes ist es so, das ist ein schwieriger Typ. Es ist in gewisser Hinsicht, das ist vielleicht ein toller Typ. Der hat tolle Aktionen schon gehabt bei der Eintracht. Zum Beispiel, wo er da sich für die Opfer von dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau
halt nach dem Tor gegen die Bayern, wo er das T-Shirt hochgehalten hat. Aber es ist anscheinend ein sehr schwieriger Charakter. Also der ist anscheinend sehr sturköpfig und ja, es war wohl so, dass Bobic ihm gesagt hat, wenn er gut spielt, dann könnte man ja diesen Sommer nochmal über ein höheres Gehalt mit ihm verhandeln, weil er kriegt anscheinend bei uns nur einen Bruchteil dessen, was er jetzt bei Neapel, wo er herkommt, verdient hat. Und er hat halt anscheinend von sich aus gesehen, dass er das so wohl erfüllt hat, dass er denkt, dass er halt gut genug war und dass die Eintracht halt gesagt hat, ja, aber wir können dir schon ein bisschen mehr geben, aber jetzt nicht extrem viel, auch weil halt Corona und schwierige Situation, ne? Und er hat sich dann halt irgendwie anscheinend ja nicht wertgeschätzt gefühlt und dann hat gesagt, er will weggehen und hat halt dadurch die Brücken verbrannt. Und er hat halt auch, das ist nun von letzter Saison noch, anscheinend bei dem einen Spiel gegen Dortmund, was wir 2-1 gewonnen haben, was ja eines der letzten Spiele war, bevor Hütter gesagt hat, dass er weggeht, Das Spiel, wo hat ich er dachte, da habt ihr jetzt die Champions League geholt. Das war das Spiel, wo ich genau. dachte, in Dortmund, jetzt habt ihr sie. Das dachten wir viele Fans auch. Aber es war leider nicht so. Aber ja, da hat er wohl in der Halbzeit sich mit Hütter auch überworfen und hat halt wohl gezeigt, dass er halt doch ein sehr schwieriger Typ ist. Und die Eintracht hat halt gesagt, okay, der ist zu schwierig, das ist ein Unruhestifter, bringt Unruhe in die Mannschaft. Und die Mannschaft hat wohl auch gesagt, dass sie ihn nicht mehr integrieren kann. Also so hört man es zumindest. Ich meine, alles interner, das kann man natürlich nicht so genau sagen, ne? Aber auf jeden Fall, bei Younes war es dann halt so, er sollte gehen und es gab auch schon eine Al-Shabaab, also eine Mannschaft aus Saudi-Arabien, die ihn aufnehmen wollte, aber der Deal ist geplatzt. Angeblich, weil Younes dann doch gesagt hat, er will es nicht. Aber es gab auch noch das Gerücht, dass Al-Shabaab das gesagt hat, also das ist auch unklar. Auf jeden Fall, jetzt ist er noch da, aber die Eintracht will ihn wohl loswerden. Und er soll wohl auch nicht mehr spielen, ist auch nicht in unserem Europa-League-Kader. Also ich denke nicht mal, dass man Younes nochmal bei der Eintracht spielen sieht. Und Kostic ist ein anderer Fall, weil wobei natürlich, da gibt es auch eine Parallele, nämlich dass Bobic ihm anscheinend versprochen haben soll, dass er auch diesen Sommer gehen könnte. Was natürlich toll ist, weil der Bobic nicht mehr da war. Ne? ja, es ist wohl schon länger am Köcheln, dass er gerne gehen möchte, in diesem Sommer auch. Aber es gab halt kein adäquates Angebot für ihn. Das, was Lazio uns angeblich geboten hat, 10 Millionen Euro, ist halt lachhaft unter Wert. Und ja, es gab wohl, also es ist halt schwierig zu sagen, weil wie genau dieser Streik da passiert ist, ob er halt das gemacht hat, um den Preis zu drücken oder ob er sich da auch irgendwie auch nicht wertgeschätzt gefühlt hat oder dass die Eintracht irgendein Versprochen gebrochen hat. Oder auch, also es hieß auch zeitweise, dass man mit ihm einen neuen Vertrag machen möchte bis 2025. Und davon war dann auch keine Rede mehr. Also ja, aber bei Kostic ist es so, dass die Mannschaft direkt gesagt hat, auch der Hinteregger, der jetzt Vizekapitän ist, und Rode, der Kapitän, noch der Trainer und der Manager, haben alle gesagt, Kostic ist ein guter Junge, ein guter Spieler und den hätten wir gern weiterhin in unserem Team. Also ich denke, wenn man sich zusammensetzt, kann man da auf jeden Fall einen Weg finden, dass man ihn wieder integriert. Einer von den vielen Parallelen quasi zwischen VfB und Frankfurt, was Spieler angeht. Wie ganz gerade mit Kostic bei uns Kempf, wenn man jetzt mal in die Jugend geht, wo ja auch die Transfergerüchte waren bei Kempf, ob der vielleicht zu Frankfurt wechselt. Das ist nicht passiert. Für den geht es wohl scheinbar nächstes Jahr nach Berlin ablösefrei im Sommer, wenn der Vertrag bei uns ausläuft. Mal gucken, weil vielleicht steigt der Berlin ab, so doof es klingt, aber wenn es bei denen ganz schlimm läuft, glaube ich kaum, dass er dann sagt, nee, ich geh zu Berlin und verlängere bei uns nicht. Bevor wir die Prognose machen, also wirklich, Jetzt zur Union Berlin. oder, boah, ja, ach, ich meine, der passt dahin von der Strategie von Union, aber so Abgänge VfB, Union hin und her, das ist. Da ist einiges verbrannt, also zumindest bei mir irgendwie emotional einiges verbrannt. Aber bevor wir quasi wirklich an den Spieltipp gehen, was tippst du für die Saison? Weil jetzt war in den letzten Saisons wirklich überragend, was das angeht. Also immer wieder Europa nah an der Champions League dran, das war die Jahre davor nicht so. Also ich habe jetzt Frankfurt nicht so als den Club abgestempelt,
der jedes Jahr um Platz 7, 6 und 5 spielt, sondern auch in meinem Club, der ein bisschen gependelt ist zwischen Aufstieg und Abstieg. Und erstmal Klassenerhalt das erste Ziel, weil letzten Jahre hat sich das ja ein bisschen verschoben. Sind auch die Erwartungshaltungen bei euch verschoben oder was erwartet man sich von dem Kader und von der Saison? Also ich meine, man hofft natürlich immer das Beste, ne? Aber ich denke mal, es ist viel bewusst, dass dieses Jahr eher so ein Übergangsjahr wird. Also Klaassen hat auch nochmal gesagt, jetzt kurz im Kicker, dass bei ihm das erste Halbjahr bei einem neuen Verein meistens das Schwächste ist. Und weil wahrscheinlich halt so ein Eingewöhnungseffekt da ist, ne? Und ja, ich denke, ich denke, die Fans denken schon, dass es keine Abstiegsgefahr geben wird. Also das denkt man wohl schon. Aber dass halt die Europa dieses Jahr drin ist, da muss halt schon wirklich alles perfekt laufen, denke ich. Also es wird ein Übergangsjahr. Eine konkrete Platzierung zu tippen ist schwer. Ich würde sagen, es wird irgendwas zwischen Platz 11 und Platz 8 oder so. Denke ich, ist realistisch. Auch gut, ich meine, wir haben jetzt eben nochmal zwei Transfers gemacht mit dem Lammers und, wie ich noch nicht erwähnt hatte, den Jakic. Der ist ein defensiver Mittelfeldspieler, das ist auch ein Spieler, der uns noch gefehlt hat. Die beiden Spieler können schon dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall eine ganz gute Saison spielen, würde ich sagen. Ja, wir mussten auch nochmal zwangsweise aktiv werden, ein paar Vorgriffe getätigt, den Vahid Fahir geholt, so soll man scheinbar aussprechen, habe ich irgendwo gelesen. Das G ist quasi stumm bei ihm beim Norweger, beim Norweger, beim Dänen. Da bin ich gespannt, was da jetzt genau auflaufen wird gegen Frankfurt, weil wir haben natürlich auch Marmusch geholt von Wolfsburg ausgeliehen oder ob eben doch Alguidouli von Beginn an kommt. Wir haben Hoffnung, dass ein Mangala wieder recht fit ist und so, Leute. Langsam legt sich unser Lazarett, ist immer noch extrem groß, aber wir hoffen auch, dass ein Führich im Oktober zurückkommt, dass ein Silas im Oktober zurückkommt. Alle wieder im Training zumindest, halt immer so individuell und solche Geschichten, also nicht richtig Mannschaftstraining. Aber ich bin wirklich mal gespannt, was wir da am Sonntag aufbieten, gerade offensiv mit den Ausfällen von Kalajdzic und Sanko. Und um zum Tipp zu gehen, ich habe mal geschaut, vom Gefühl her bleibt für mich Frankfurt auswärts immer so ein. Ja, keine Ahnung, da lief es eigentlich immer ganz gut für uns. Wir haben uns eigentlich, auch wenn wir mal 3-0 verloren haben, wir haben uns hier komplett schlecht angestellt in Frankfurt. Aber letzten Jahre lief nicht so. 1-1 war nett, davor 3-0 verloren, 2-1 verloren, und davor hat man ein paar Saisons, wo wir gewonnen haben. Vielleicht dreht sich es gerade ein bisschen, diese Statistik in Frankfurt, aber ich würde hoffen, dass wir da vielleicht auch einen Unentschieden mitnehmen. Wärst du wahrscheinlich nicht zufrieden mit. Der erste Saisonsieg, den braucht ihr noch. Wir hatten das schöne Hoch jetzt mal im Pokal und gegen Fürth. Danach lief es eher nicht so. Aber was würdest du tippen? Ich gehe aber mal, um ein Ergebnis zu nennen, ich gehe auf ein 1-1 wie letztes Jahr. Also ich bin optimistisch, was sehr ungewöhnlich ist für einen Eintracht-Fan. Ich meistens so Zweckpessimisten. Sagt meine Mutter auch immer, ja, ich bin keine Pessimistin, ich bin Zweckpessimistin. Aber ja, also ich bin da optimistisch. Und ich sage, die Eintracht gewinnt 2:1. Auch weil ihr halt so verletzungsgebeutelt seid. Ihr habt diesmal keinen Kalajdzic, der da irgendwie ein Tor reinwurschtelt, wie das letzte Mal. Der aus einer halben Chance eins macht, ja. Genau, also den habt ihr dieses Mal nicht. Und ja, ich glaube, ich hoffe, dass auch die neuen Spieler sich gut einfinden werden. Vielleicht auch ist Kostic wieder zurück, das wäre auf jeden Fall schön. Ja, ich hoffe, dass die Eintracht das gewinnt, weil es wär sehr wichtig, dass wir halt mal ein bisschen Ruhe reinbekommen, mal ein bisschen in den Flow der Saison halt reinkommen. Ja, das wäre ganz gut. Ja, das letzte Mal, wo ich in Frankfurt war, es wäre die vierte Reise nach Frankfurt, wenn ich irgendwie an Karten komme noch. Wäre es die vierte Reise. Also vielleicht erwartet euch ein Vlog, vielleicht auch nicht, sonst halt wie üblich der Livestream. Das letzte Mal war eben das 2:1 oder die 2:1 Pleite in der Aufstiegssaison dann unter Hannes Wolf. Das schöne 2:1 von Aller. Vielleicht kennt ihr einen oder anderen den Vlog dazu noch, wo ich auch mit dem Kumpel in dem Auswärtsblock war. Also mal gucken, ob irgendwie Karten kommen. Muss auch über Frankfurt laufen, weil beim VfB alle Tickets schon vergriffen sind, dann sehen wir uns auch vielleicht privat dann vor Ort, wäre ganz geil. Und sonst vielen Dank, dass du am Start warst. Ja, sehr gerne. Und vielleicht macht bei dem Spiel ja dann der Lammers den Haller von damals. Alter, schön wär's. Fahr hier, kommt rein in der 85. und regelt das Ding. So Timo Werner-Move beim 5:4 Auswärtssieg in Frankfurt. Nee, also wir hoffen, irgendwie einen Punkt mitzunehmen. Ganz zufrieden wäre, glaube ich, keiner 100% damit, weil auch bei uns der Saisonstart. Ja, immer in Anbetracht der
Verletzungsmisere zu bewerten, aber immer, ja, ist schwierig. Also es hätte schon besser laufen können noch, hätte aber auch noch schlimmer laufen können. Also es ist ein gutes Spiel, Hauptsache ich komme da irgendwie hin. Das ist schon mal die halbe Miete. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr bekommt dann meinen Vorbericht noch, quasi nur VfB basierend, doof gesagt. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Mit Gast immer wieder geil, die Talks zu haben gegen die Gegner, gegen die entsprechenden Gegner, wo ich eben Leute habe. Und dann bis zum nächsten Mal.